Hallo. Hallo. Du bist gerade on stream, gell? Ah ja, ich wollte jetzt gerade fragen, ob du streamst. Ja, die Enten streame ich jetzt. Also ist gerade live gegangen. Ich schreibe bloß gerade Ja, die Info nee. nur rein. Ich sammle jetzt ein paar Enten, danach Smash aufwärmen. Für 19 Uhr Turnier spiele ich mich heute. 19 Uhr Ah ja. Turnier. Kannst zuschauen, was ich für Enten kriege. Vielleicht fällt dir eine. Ja, vielleicht kriege ich jetzt auch endlich eine. Hehe. Schauen wir ganz kurz, ob man. Ist ja ganz gut, dass du gerade da bist, sonst sehe ich, ob das ausschlägt, Discord-Sound. Sag mal hallo, ja. Hallo. Ja, gut. Sehr schön. Ah, jetzt bist du bei mir auch im Ding. Auf Twitch. Ja, ich werde bloß ein paar Enten sammeln und dann wahrscheinlich smashen. Ja, nee, ich wollte bloß Hallo sagen. Jo, alles gut? Ja. Meine Kamera ist so nah rangezoomt, was ist denn das? Warte mal ganz kurz. Ed schon Wein. Ist doch kein Wein. Hey, schau, der Woody ist da. Hallo. So hörst du mal meine Schwester sogar. Ich wollte mal die Cam ein bisschen rauszoomen. Was soll denn das eigentlich? 14? Und ein bisschen nach unten zeigen lassen. Jetzt könnte ich eigentlich die Dinge schon starten, dass ich ein paar Enten schon grinden könnte, gell? Grinden. Ach Mist, jetzt hängt es wieder. Na gut, dann müssen wir es jetzt so lassen. Das passt doch, die Kamera. So. Ich könnte ein bisschen höher hocken. Ja, genau, jetzt habe ich die Musik von Carsten läuft gerade. Die Metroid und Orgel. Ja, das ist echt gut. So, fortsetzen. So, wen haben wir? Anna, ich opfer dich noch nicht mal, gell? Der Ja, Michi wollte ich dir das warte jetzt sein, ein schau bisschen. her. Aber soll ich das lieber live streamen auf Discord, dann siehst du das nämlich schneller. Ja, Dann brauchst du genau. mich nicht im Ding schauen. Ja. Muss bloß die Musik ein bisschen zu laut. So, sonst höre ich die auch noch nicht. Sehr's Anna. PS, fehlt noch ein Entchen namens Paulinchen. Ja, aber dann musst du mal sagen, welche ihr gefällt. Vielleicht ist ja jetzt schon eine da, wo ihr gefällt. Ich weiß nicht, dieses Blümchenentchen da, das Benjamin, ich hab Benjamin genannt. Schau mal hier an, Benjamin. speit Feuer. Wegen Blümchen, Anna. Ja, Benjamin Blümchen, hab schon checkt. Ja, vielleicht gefällt dir ja schon eine. Ja, aber die sind ja alle vergeben. Na, eigentlich, da hab ich ja bloß so So, genannt. dann Kiss, lass mal weißt du? Ist ja schauen. Kiss. Heslon. Heslon. Heslon, Woody ist natürlich eine Holzente. Pink oder lila, Oh, sagt ich sie. möchte eigentlich Kiss Jeder will lila sein. sein. Du magst Kiss sein? Ich möchte Kiss sein, weil das ausschaut wie eine Black Alles Metal-Ente. klar. Dann ist ja dann die, wenn. Aber die ist noch nicht da im Pool. Leider. Der Ja, hey, wo Michi. ist denn die? Ja, die. Ich hab doch die beim ersten Run. Warum ist jetzt die Musik einfach aus? Oh. Die war Hey, doch was vom für ein ersten. erst? Ja, ich hab doch einen ersten Run gemacht und den wieder neu gemacht. Und dann hast du Okay. trotzdem die Sammlung, obwohl sie nicht im Pool sind. Ach Weil du die so. einmal schon mal gesehen hast. Okay. Das ist der Außer, keine Ahnung warum. Das ist Warum ja. effektiv? Ja, weil ich habe einen Zuschauer, der nicht effektiv heißt. Ach so, der ist ja nicht so. Weißt du, wo der ist? Da, unter Wasser. No. Einfach uneffektiv. Escape heißt der mit der Propeller. Kiss ist in der Tat ein Metal-Ente. Kings in Satan's Service nennt sich die Band. Bin zwar kein Kiss-Fan, aber die haben ja trotzdem Da schau mal Michi und das passt voll gut zusammen. ähnliches Corpse Paint. Da Schneeflocke habe ich das genannt. Weil die hat, als hat er geschneit, wie die Komma ist. Und der Huhn speit die ganze Zeit Feuer da hinten. Das ist echt cool. Endlich wieder ein High-Quality-Game, sagt der Strike. Strike hat auch noch keine Ente.
Strike, was für Ente gefällt denn dir? Hässl, Hässl, nee, Hässl nicht mehr nicht. Hässlon. Der Vici habe ich die doch nicht mehr. Aber vielleicht kommt jetzt eine neue Ente. Wir warten jetzt so ab. Jetzt kommt ja gleich eine neue Ente. Toll, und die ist dann schöner als meine. Nee, ich habe eine coole Ente. Ach, da ist New City eingeflochten gewesen. Ah, deswegen. Krass. Das Huhn. Das passt ja eigentlich ein bisschen, weil die Hühner sind ja nah verwandt. Dinosaurier. Von Dinosauriern. Und Dinosaurier sind ja... Der Flugdinosaurier, kann man sagen, ist ein Drache. Wo? Danke für den Lurk. Yes, genau. Vici, ich weiß nicht, ob du zufrieden bist mit der. Vici, du kannst auch in Discord, wenn du willst, weil wir spielen jetzt dann gleich... Wir zocken jetzt dann gleich Smash, oder? Wir holen bloß noch 2, 3 Enten oder so. Vici, die passt doch zu dir. Vor allem das mit den Blitze auch. Das passt voll gut zum Vici. Jetzt warten wir halt, was für neue Enten kommen. Wir müssen jetzt nicht die vergebenen nicht so weggeben. Warum heißt denn die eigentlich? Genau, du heißt bloß Lego, wegen Leopardenmuster. So gut bin ich in Namen vergeben. Und der Deku ist die, weil der immer im Militär ist. Was war nochmal mit Arse? Schau mal das da an. Dark Soul. Ja, außer weil die einfach ausschaut wie der, weiß auch nicht, wie so ein alter Opa. Und das habe ich dann außer denken müssen. Holzente. Weiß ich nicht warum. Oder findest du. Die wäre doch. Ist eigentlich eine schöne Ente, gell? Die hätte ich Amalia anders geben. Echt? Warum Amalia anders? Ja, wegen Karo-Muster. Wer ist denn Amalia? Die Mama. Die Amelie heißt doch die, oder? So, Amalia. Ach, so, ach ja, Amelie. Amelie anders. Anna, du bist verbrennt. Oder du bist wohl keine Holzente. Die Musik wird gesponsert von Woody. So, jetzt kommt die nächste. Jetzt schauen wir mal, was für Ente kommt. Dann können wir ja schauen, ob der Strike oder ob Paulinchen was dabei ist. Das ist die Frau von Woody. Und ich wollte es ja schnell glauben, gell, dass es ein schönes Spiel ist, wenn, wie du gesagt hast, für Twitch. Ja. Hast schon wieder recht gehabt. Da, jetzt kommt sie. Oh! Das ist die. Tja. Also das wäre jetzt natürlich für Paulinchen was und für die Anna was und für den Huhn nee, was, aber der Huhn ist schon vergeben. Sag mal, Woody. Das ist eine schöne Ente. Wie wär's, Woody, für Paulinchen? Die schönste Ente, glaube ich. Eigentlich ist es die schönste Ente, was es gibt. Das ist eigentlich die schönste, glaube ich. Weiß man nicht. Kennst du schon alle? Eh. Ach so. Sag ich mal, du kennst vielleicht schon alle. Ja! Ich glaube, wir tun das. Weißt du was? Wir sagen Smash ab, oder? Vor allem, ich möchte dann auch die DLCs kaufen. So, wir haben ein paar Linchen. Dark Souls, das passt ja auch perfekt, oder? Mit dem Muster. Oder wäre das auch was für Strike? Sag mal, Strike, das passt da zu dir ein bisschen, oder? Der Blitz, der Strike-Blitz. Keine Ahnung. Was passt denn zum Strike? Der, man spielt da Captain Falcon. Da brauchen wir einen Feuervogel. Stimmt, einen Feuervogel. Einen roten brauchen wir da. Was ist das, Tim? Ich weiß nicht, warum. Tiger. Ja, weil der Katzen hat. Toll, oder? Ach so, ja, stimmt. Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht fragen eigentlich können. Manche vergebe ich einfach so. Oh, da fliegt wer. Der Darky. Der Darky hat gesagt, wenn eine grüne kommt, soll ich sie nennen. Eine grün-rote, aber es ist halt keine grün-rote. Das ist ganz normal der grüne. Die ist aber schön. Der Haru ist da unten, weil ich gemeint habe, der taucht nicht mehr auf, aber jetzt ist er ja wieder da eigentlich. Im Radio? Wo kam You City? Nee, wir hören gerade Musik von Woody und der spielt Orgel und unterstützt die Soundtrack-Musik, wo wir gerade hören, von Metroid. Und von dem Metroid Orchester haben sich leichte Mute City
Klinge anscheinend mit reingeschlichen. Aber es ist eigentlich Metroid. Sollen wir das eigentlich lauter machen oder hört sie die Musik so? Ich denke, das hört schon. Aber wie voll wird denn das dann anders, wenn das ewig, wenn man alle Enden hat? Ach so. Also der Woody hat mit Absicht Mute City dazu gespielt, weil es gepasst hat. Jetzt kommt der Schuh. Jetzt kommt der Schuh. Jetzt wird der Schuh draus. Na, ist er hier. Bist du noch da oder hast du wieder gemutet? Ja. Okay. Hast du echt wieder gemutet? Ja, aus Versehen, weil ich husten habe müssen. Ach so. Oh oh, nein, dieser ist Holz, glaube ich. Ist der Vici gerade da? Ich brauche jetzt noch einen Smash-Trainer. Oder Strike ist ja auch da. Strike, willst du dann smashen nach der dritten Ente oder so? Damit ich warm bin für das Turnier. So habe ich jetzt mal einen Chat auf, mal auf dem Laptop und den Stream auf dem Beamer. Das ist nicht cool. Jetzt schaut sie da auf dem Beamer diese Enten zu. Das war schon irgendwie lustig, oder? Ja, schon. Ich hock da und streame Enten und es schauen Leute zu. Das musst du mal. Also Zuge vergehen lassen. Ich find's ja cool. Und vor allem einer hat's schon gekauft wegen dem, weil, dass ich streamt hab. Echt jetzt? Ja, der Darky. Das war, glaube ich, 5 Minuten nachdem ich gespielt hab. Gekauft. Nein, Woody, schon wieder. Schau mal das an, Anna. Oh. Der arme Woody, der muss jedes Mal leiden. Ein Insunroy ist Zweiter geworden. Krass. Da feiert der Vici. Man kann sich auch umbenennen, habe ich gesagt. Jeder kann sich umbenennen. Oh! Oh nein, ich habe ganz schlimme Alerts. Die Nudel habe ich rein und Uwe, es gibt Essen. Ah, geil. Aufpassen, Leute. Wie gefällt euch das da? Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen. Man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Eine Nudel kräftigt. Eine Nudel kräftigt nicht nur, die hat Energie, bringt sie, auch nicht dann noch dafür. Wenn man die gegessen hat, hat man auch Freude den ganzen Tag. Umso schneller ist Lava-Ente. Oder Strike. Umso mehr baut man seine Kraft und seine Freude auf. Das ist das Wichtige. Die Nudel schmeckt. Darauf kommt es an. Also ist eine Nudel ein ewiges Essen. Also eine Nudel ist ein ewiges Essen. Strike, der Feuervogel, Falcon. Magst du den? Ja, oder? Ich glaube, da ist er zufrieden. Also komm, der Feuervogel. Oh, Barbecue bitte nicht wieder so übertreiben. Also wenn du es jetzt wieder 5-mal machst, dann muss ich es wieder ausstellen. Also die Spammer kommen. Also letztes Mal war es so schlimm, da hat der Barbecue halt 5-mal in 5 Minuten die Banane gemacht. Manchmal denkt man sich, habe ich das verdient? Wollen die mit Absicht mich ärgern? Aber da bin ich ja selber schuld, Gajana. Wenn ich das als möglich mache. Und ich habe noch Essensruf. Aufpassen. Wo ist der Essensruf? Da. Ja, Haru, hier bist du. Du bist. Also ich habe das Spiel gestartet, da bist du untergegangen. Also du hast ja mein Discord verlassen. Warte mal, wo ist er denn? Kann ich den nicht anklicken? Siehst du das unter Wasser, Haru? Möchtest du dich umbenennen, weil du bist jetzt wieder da. Ich hab dieses Spiel gespielt, da. Wie du das Spiel gespielt hast. Hast du ja mein Discord verlassen und gesagt, du kommst nicht mehr. Oder bist halt weg.
Deswegen habe ich dich dann unter Wasser, also die Steinente ist dann unter Wasser taucht. Dann habe ich gesagt, na gut, das ist der Haru, vielleicht taucht er wieder auf. Jetzt bist du wieder aufgetaucht, jetzt kannst du eine Ente aussuchen. Oder magst du weiterhin dieser... Ja, du bist ein Stein. Das ist aber nicht gedisst gemeint oder so. Und da bin ich eigentlich gemein. Nee. Nett. Haru, magst du dich umbenennen? Der gefällt, ich hab's gewusst. Und du bist sogar mit Effektiv zusammen. Weil der Effektiv, der heißt ja nicht sehr effektiv, ich mein... Der Hock, der ist neben dir, schau da hinten. Weil der ist sehr effektiv unter Wasser und macht nichts. Also die Kamera aus, wenn du unter Wasser ja, gehst. Ja, seit wann eigentlich? Sehr cool. Seit wann? Das war doch letztes Mal nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das letztes Mal so war, ehrlich gesagt. Wieder schwimmt Dreck. Gehen wir nochmal rein. Wo? Golfball schwimmt da auf jeden Fall irgendwo, gell? Da hinten Ball, ist er... so Fetzen, Hautfetzen. Da ist der Golfball, schau. Aber den Captain Falcon-Ente schaut schon geil aus, muss ich sagen. Hast du die schon? Ich? Ja. Nee, ich habe das überhaupt nicht mehr gespielt jetzt. Nicht mit effektiv. Also Haru möchtest du wieder hoch. Du kannst auch eine Ente aussuchen oder es kommt gleich eine, Kuli. Nichts. Haru sagt, was muss man in dem Spiel machen? Nichts. Also siehst du die Ente da oben rechts? Die Ente da oben rechts, die füllt sich auf. Darauf warten wir. Mehr braucht man nicht machen. Welche gibt's? Also momentan die. Du könntest eine Schneeflocke sein, die ist noch frei, oder Escape. Effektiv hat sie schon benannt. Woody ist vergeben. Das ist auch noch frei, die Tigerente. Tigerente, die sind ja König Depp. Anna. Ja, stimmt. Ich hab gewusst, es kostet 2 Euro. Ich benehme mich schon wie ein Streamer, Anna. Muss mich einfach langsam aufhalten wieder. Hey, was denn? Ja, weil ich so red wie ein Streamer irgendwie. Halt. Entertainer? Entertainer, ja. Entertainer? Oh, Anna! Bitte mach das als Überschrift das nächste Mal. Nächstes Mal, wenn wir Enten spielen, schreibe ich bin ein Ententainer. Aber wir müssen jetzt dann gleich auf Smash switchen. Vici, bist du schon da für Smash? Der Vici hört mich immer nicht, glaube ich. Machen wir jetzt die Ente und dann noch eine oder machen wir dann gleich Smash? Alter, 200 Bits. Überleg mal, Anna, 2 Euro. Einfach so geschenkt gekriegt. Ja, das ist nett. Es ist der Vici da, oder? Nein. Ah, der James. Hallo. James, du hast auch noch keine Ente bei mir, oder? Bei dem jetzigen Spiel. Nee. Nee. Hast du ein bisschen alt? Nicht alt an, du hast dich ein bisschen krank an. Nee, alles gut. Ich hatte nur Mittagsschlaf gemacht. Ah, das hört man. Ich habe auch geschlafen. Ich auch? Nee, ich hab nicht. Also danke, Woody, jetzt habe ich 2 Euro gekriegt. Ich habe das Spiel jetzt umsonst gekriegt. Weißt du das eigentlich auch noch? Weil die Bits ja, du hast nur einen Cent. Du hast einen Cent Gewinn gemacht. Ich habe einen das Cent. Das kostet bloß 1,99. Woody, du hättest 199 geben müssen, weil ich habe jetzt einen Cent Gewinn gemacht. Hm. Ach, warum geben die mir Geld? Warum gebe ich auch Geld? Ich habe jetzt zum Beispiel Annie auch wieder Bits gegeben. Ja, mir auch. Ja, dir auch, aber das zählt ja nicht. Dann noch plus Dark Souls. Ja, du kannst es ja brauchen. Ach, schau mal her, wie schön, Anna. Ja, es ist top. Schönes Spiel. Inflationsausgleich. Schau mal die Ente an, James. Die ist echt schön, vor allem im Dunkeln. Wo ist jetzt eigentlich die... Wir haben doch jetzt eine neue Ente bekommen, oder? Seht ihr die? Ist sie auch unter Wasser? Zwei Enten brennen. Alter. Lava-Ente macht es nicht besser, glaube ich, oder? Ich sehe jetzt die neue Ente nicht. Seht ihr die? Eine unbenannte Ente irgendwo? Auch wieder Steinente. Hä? Ja. Nee, lass James, mal. James mag es nicht sein, gell? Nee. Bin nicht so. Wie können wir die nennen? Ich brenne. Die pinke?
Wo bin ich? Ich bin Schalosch. Die pinke Ente ist der Vichishu. Was könnte man jetzt die nennen einfach? Weißbär, weil es einfach weiß ist. Ja. Mir fällt jetzt kein Name mehr ein. Wo ist die überhaupt? Die ist, glaube ich, irgendwie weggeflogen, gell? Ich sehe es unter Wasser nämlich nicht. Out of map. Haben wir ja schon mal gehabt, gell? Warum? Da schwimmt es doch, oder nie? Ja, aber die haben ja alle Namen. Ich suche eine ohne Namen. Ich glaube, die hat zwei weggehaut. Weil die ist doch so runtergefallen, hat es platsch gemacht und dann liegt es im Eck vielleicht irgendwo. Ja, der Namen und taucht vielleicht auch irgendwo. Achso. Ah, da ist sie. Die schwimmt doch. Ach, ah, die schwimmt doch. Deckt sich. Aber die will keiner sein. Bist du blind? Das ist ein... Oh, das, die schaut gut aus. Eigentlich schaut sie gut aus. Ich könnte sie Stracciatella nennen oder so. Stracciatella. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Ja, das ist schwierig. Ah, der Haru möchte ich sein. Okay, cool. Schöner Geschmack. Kann sich auch wieder umbenennen. Sondern wie nennen wir jetzt die Untergang an den Haru? Mir fällt nichts ein. Keine. Also Steinente, Stone-Ente. Das ist ja... Stone-Ente. Stone-Ente. Oder Stone-Ente. Stone-Ente. Also noch ein. Wollen wir dann langsam mal Smash spielen? Im Strike bist du bei Smash zum Aufwärmen, weil ich habe da bloß nur eine Stunde. Setaru. Weißt du, was ich gestern entdeckt habe? Was? Die Sims Mittelalter. Ja, freilich, das kenne ich. Das habe ich doch sogar gekauft damals. Du hast es gekauft? Echt? Das war sehr schlecht. Das war sehr schlecht. Super schlecht. Ja, schlechteste Sims, was es gibt, glaube ich. Ich habe echt viel erwartet. Schade, das ist blöd. Schau mal, wie schön die Bäume da beleuchtet sind. Hätte es mir auch gekauft. Und das war mein allererstes Sims-Spiel. Oh. Oh Gott, eine schlechte Erfahrung. Also, das war echt, ne. Bis zum Turnier wollte ich smashen, Strike. Also um 19 Uhr geht's los. Ich spiele heute Turnier mit. James, ich habe schon wieder zwei neue Alerts. Oh Gott, Moment. Von den Ludolfs. Aber dazu musst du den Stream laut machen. Einmal die Nudel und einmal Essen ist fertig. Ganz schlimm. Uwe! Ja gut, ich höre es nicht, weil du da spielst. Egal, ich höre es mir irgendwann an. Du musst es dir irgendwann mal anhören. Der schreit ganz laut, dass das Essen fertig ist. Und das, die Nudel ist heute eine Liebeserklärung an die Nudel. Ach so. Ja, sehr lustig. Aber das musst du auch anhören, weil sonst gibt es ja keinen Sinn. Hm. Ich schreibe jetzt mal in den Chat, weil der Vici hört mich ja immer nicht. Schreib laut, dass er dich hört. Und kleine Ente. Weil nämlich der Vici spielt ja auch mit Turnier. Eigentlich solltest du noch ein Alert mit Ente feststellen. Ja, der Nudel ist echt ein langer Alert irgendwie, aber das ist wenigstens kein... Ja, Kai. Das ist lang. Aber wenigstens halt kein... Wie viel kostet der eigentlich? Das ist jetzt egal, ich spiele jetzt einfach Smash. Oh, Banana. Yay. Hi Michi. Hallo. Michi, ich habe jetzt vor öfter mal Mario Kart zu spielen, weil ich möchte besser werden. Da unterstützt du mich bestimmt dabei, oder?
Wenn ich so dreimal in der Woche Mario Kart zocke oder so. Oder vielleicht heute sogar noch, nach dem Turnier. Nach der entspannten. Yes. Weil wir haben ja jetzt einen Meta-Charakter. Buhu ist jetzt ein Meta-Charakter und Yoshi ist jetzt auch fast an der Meta dran. So, noch eine Ente und dann. Ich hätte was Besseres für einen Entenalert. Nack, 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 nack. Vom König Zock aus. Das ist eine Serie auf Netflix. Das kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Etza, die schaut gut aus. Wow. Gruselig. Das schaut eigentlich aus. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein bisschen Picknick machen, man kann abends morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Wie man gerade Hunger hat. Eine Nudel kräftigt. Eine Nudel kräftigt sich nur. Ich bleib meine. Die hat Energie, bringt sie. Auch nicht dann noch dafür. Wenn man die gegessen hat, hat man auch Freude den ganzen Tag. Schaut aus wie der Haru. Oder umso mehr baut man seine Kraft und seine Freude auf. Das ist eine geile Nudel. Ich liebe die Nudel. Die Nudel schmeckt. Darauf kommt es an. Die Nudel schmeckt. Ist eine Nudel ein ewiges Essen. Haru, magst du lieber die sein? Die passt doch. Du hast doch so einen Mii-Charakter, der hat solche schwarzen Augen. Magst du dich umbenennen? Oh, Panda-Ente. Aber das passt doch echt gut zum Haru, oder? Also so stelle ich mir einen Haru auch vor. Keine Ahnung, was das bedeutet. Panda-Bären. Zum Panda-Bär, das spielt Smash. Haru. So, wie nehmen wir das dann? Strazi? Fällt denn keiner ein? Du bist doch einmal so gut eigentlich mit Namen. Ja. Ein Bärt? Ich habe noch keinen Bärt, gell? Panbärt. Was? Panbärt. Keine Ahnung. Panbärt ist. Na, mir. Ja, ich bin die Kissente. Die Anna ist die Kissente geworden. Die wollte es unbedingt. Ja, weil die Corpse Paint trägt. Das ist keine Kiss-Schminke, das ist hier Black Metal. Marmory. Wegen Marmor. Ja. Memory. Oder Memory. Na, Marmory. So, fertig. Wollen wir noch eine Ente abwarten oder zocken wir jetzt? Hey, Tim. Hallo, Tim. Tim, hallo. Ich habe dir eine Ente gegeben. Ich weiß nicht, ob du damit zufrieden bist. Wo ist denn sie jetzt? Weil ich wegen Katzen habe ich dir so eine Tigerente gegeben. Ich finde es bloß jetzt gerade nicht. Wo ist sie? Leo? Dark Soul? Findet sie? Ah, da ist er, Tim. Tim, was sagst du zu der Ente oder magst du eine andere sein? Ich verstehe rein gar nichts. Naja, also, du siehst doch oben rechts einen Cooldown mit einer Ente. Siehst du die Ente oben rechts? Sie füllt sich ja langsam auf. Und wenn die voll ist, kriegen wir eine neue Ente und dann geht unsere Sammlung immer weiter. Siehst du die Sammlung? Und es gibt so besondere Enten und verschiedene farbene Enten und die kannst halt deine. Du kannst halt die benennen. Und mehr musst du nicht machen. In jeglicher. Ah, okay, dann tun wir mal. Dann hauen wir das gleich mal weg. Das tut mir dann leid, Tim, gell? Dann machen wir mal. Was hältst du von Leo-Design? Wir haben auch eine Leo-Ente. Tigerente. Wir hätten noch eine Leopardenente. Oh. Hallo? Man hört nichts. Es ist Retaku. Ah, der war schon lange nicht mehr da. Wie findest du die? Ist auch nicht, die passt doch auch zum Tim nicht. Noch schlimmer. Das ist echt ein bisschen komisch. Ja, dann. Gibt es bestimmt eine schwarze. Die Frage ist, Tim. Zeig dann halt die Dark Soul-Ente. Die ist doch. Ja, okay, cool. Die Dark Souls-Ente. Die passt vielleicht zum Tim. So, Tim, wie wär's mit dieser Ente? Mit dem Dark Souls-Muster. Ja, da ist er her, jetzt haben wir doch. Wir finden doch, dass jeder glücklich wird, oder? Ja. Irgendwann wird jeder glücklich. Darf ich mal. Bist du laut, oder? Mal? Ja, das ist sehr laut. Moment, ich muss dich ein bisschen leiser machen.
kann mich leider nicht selber leise machen. Komisch, dass du laut bist. Ja, was ist? Hallo, auf jeden Fall. Bist du gerade live auf Twitch? Ja. Ui. Ui. Dann frage ich wann anders, okay, mal, wenn du mal eine Minute Zeit hast. Alles klar. Weil das ist was man nicht vielleicht hier per Twitch, wenn du jetzt live bist, klären. Ja, dann ist es besser so, wenn man das... Weil ich spiele heute Turnier. Hund zündet wieder alle an. Alle die Ohren zuhalten. Ich glaube, dass wir uns doch nicht... Ich glaube, dass wir doch nicht Smash aufwärmen, weil irgendwie ist das besser. Ist das Golfit? Was? Das sieht aus wie Golfit. Was ist denn Golfit? Magni. Nee, das ist einfach Kennst Ente. Halt? Ja doch, man kann golfen. Ach so. Aber siehst du irgendwo, dass ich einen Golfschläger in der Hand habe? Nee, aber ich habe gerade irgendwie gedacht, das sieht für mich nicht aus wie Ente, sondern Anna, wie so Golfbälle. Anna, kannst du in Timmer mal kurz das erklären mit dem Spiel? Ich kann das nicht erklären, das ist ein Pool und du kriegst, keine Ahnung, alle ein paar Minuten Quietscheenten und die kannst du sammeln und Namen vergeben. Man macht nichts. Man macht das ist ja genauso spannend, wie dem Gras beim Wachsen zuzugucken. Man könnte hier zuschauen, wie der Vici gleich in die Röhre reingeht. Ich glaube, dass das Spiel entwickelt wurde für Quietschenentensammler, oder? Manche sammeln die ja. Echt? Ich habe nicht einmal eine. Ja, freilich. Hast du eine? Ich habe keine. Wer von euch allen hat eigentlich eine Quietschente? Ich hatte mal eine. Nee. Echt? Ich hatte mal eine, die sah so ein bisschen aus wie Donald. Ich bräuchte dafür eine Badewanne. Alles klar. Drück mir die Daumen für mein Turnier. Spaß. Oh, da gucke ich doch mal zu. Ja. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss. Oh. Dann machen wir jetzt noch eine. Also 18 Uhr ist es. Ja, die nächste müssen wir jetzt noch warten. Das hilft nichts. Und dann machen wir noch mal eine. Deswegen wird man süchtig, Tim. Weißt du, hast die um diesen Timer mit der Quietscheente. Und da kannst du nicht rausgehen, wenn jetzt gleich die neue kommt. Hallo. Nachts ist es manchmal ein bisschen gruselig. Wenn man alleine, also wenn man das ohne euch spielt, dann ist es echt gruselig. Okay. Das kostet nur 2 Euro, Leute. Das ist mit 2 Euro nichts kaputt. Das hört sich so an, als würde ich Geld kriegen dafür. Aber was ist denn, was habt ihr alles schon mal für 2 Euro gekauft? Ein Double Chili Cheeseburger. Double Chili Cheese. Das war's. Da hast eindeutig mehr davon als. Ein Eis. Eine Kugel. Eine Kugel. Das ist so traurig. Der James fehlt noch, gell? Als Name. Egal. Mal schauen, was jetzt kommt. Ja, vielleicht kommt ja was Cooles. Jetzt kommt gleich wieder eine, von Gott geschenkt. Da ist sie, eine gelbe. Oh, süß, oder? Das ist der James. Ach Gott. Nee. Ja, aber ich mache bloß nur Aufwärmerunden, Tim. Wegen mein Turnier heute. Also ich spiele heute Turnier mit. Um 19 Uhr. Also ein bisschen, bloß ein bisschen. Das Heslon automatisch drüber geht. Oh. Kawaii Duck. Können wir Kawaii nennen? Kawaii. Ja, dann machen wir jetzt noch. Okay, dann gehen wir jetzt auf Smash über, weil ich muss mich ein bisschen aufwärmen. Das hilft ja nichts. Ich spiele dann auch ein paar Runden mit. Ja, sehr schön. So, Leute, bis zum nächsten Mal bei den Enten. Das war jetzt wieder eine halbe Stunde Enten, ja. Ich lade sogar auf YouTube hoch. Ich bin gespannt, ob das wir anschaut, oder? Achso, darf ich das auf YouTube hochladen, James? Weil du bist jetzt gerade drin. Ja. Okay, muss ich fragen. Ich habe ja nichts Doofes gesagt. Ja. Boah, 46 Enten gibt's. Brauchst du die Tiere?